Halt. Also bis gleich. So, und da geht es auch gleich weiter. Kaffee kommt gleich ein bisschen wärmeren. Jetzt bin ich am Überlegen, wie ich da muss ich noch die Süßigkeiten reinmachen, wie ich das für meine Freundin verpacke. Ich habe auch zwei große Kartons, einen schmalen Karton. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, glaube ich. Wenn wir erstmal alles wieder rausholen hier. Erstmal das hier abschneiden. Das Fusselkram hier. Ja, kommt in den Müll. So. Jetzt habe ich mir überlegt, ich werde die Geschenke einzeln verpacken und dann in den großen Karton machen. Und da dann nochmal verpacken. So, nur überlegen wir mal, wie wir das jetzt am besten verpacken. So. Ich fange mal mit dem Engelsrufer an. So, und die Handtaschen hier hinstellen. Mache ich den Engelsrufer jetzt in so einen Karton rein und dann... Oder mache ich da dieses rein? Und dieses... Nee. Wie mache ich das jetzt am besten? Habe ich nicht noch einen kleinen Karton, wo das drin passt? Obwohl, das ist hart, das kann ich vernünftig umwickeln. Würde ich sagen, ich lasse das einfach so. Das hat ein bisschen Stabilität. Und dann kommt sie nicht gleich drauf, was das ist. Würde ich jetzt mal so sagen. Achso, das ist noch zu. So, das ist noch zu, dann machen wir einfach mal auf. So, jetzt haben wir das. Jetzt muss ich nur den Anfang suchen. Da ist er. Die Pappe brauche ich nur als Stabilisierung für die kleine Handtasche. So. Und dann würde ich sagen,
machen wir das. Nee, das ist auch doof. Obwohl, doch. Machen wir das. Hab ich nicht noch was Kleines gehabt? Weil das ist jetzt sowieso alle. Dann nehmen wir erstmal das Silberne. Oh, ich habe so viel Pappe jetzt hier zusammen, ey. So, dann würde ich sagen, dann machen wir das einfach so. So und so. Ja, das passt. Und das Eck mache ich mal nach unten. So. Und dann brauchen wir halt einmal so rum. Und einmal das, würde ich sagen, ich mache ab mittig der Sterne hier weg. So. So, dann einmal hier das. Scheiße. Das verpackt sich echt doof. Nicht so dicht. Schade. Ich habe gedacht, das ist dichter. Wenn ihr klappern hört, das sind die Katzen in der Küche wieder, die tippen. So, dann genau. So machen wir das. Einmal so rum. Dann nochmal so rum. So, das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. So. So, dann machen wir das einmal hier so rum und hier direkt auf dem Engelshofer fest. Wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, was ich zu Weihnachten gekauft habe, einfach mal in die Infobox gucken. Da habe ich euch das Video, was ich kurz davor online geschalten habe, nochmal verlinkt. Da könnt ihr mal nachgucken. Odin war shoppen, spezial Weihnachten oder wie ich es nennen werde. Ich habe noch keinen Namen dafür. Die Thumbnails habe ich schon gemacht dafür. Aber ich habe noch keinen Namen. Ich denke mal, Odin war einkaufen, spezial Weihnachten. Das klingt toll. Ich glaube, das werde ich so machen. So. Scheiße. Könnte ich jetzt natürlich wie so ein Bonbonpapier machen. Doch, das ist auch gut. Wie so ein Bonbonpapier. Das ist eine gute Idee. Einfach dann noch ein bisschen Klebeband drauf. Mietz! So. Das ist eine gute Idee. Das ist eine verdammt gute Idee. So, ich habe ja noch Rot. So, das Rot dann einfach mal abteilen. In zwei. Dann kann ich das außen ja so ein bisschen aufdröseln. So. Einmal. Ich werde das jetzt wieder noch ein bisschen reinstopfen. Und dann ein zweites Mal.
So. Ich habe wohl leider keine kleine Schere mehr. Meine ganzen kleinen Scheren sind alle weg. Ja, sieht doch auch neckisch aus, wie so ein kleiner Bonbon. So, das werde ich mal hier kurz drüben ablegen. Namen brauche ich ja noch nicht raufkleben, weil ich weiß noch nicht genau, wie ich es zum Endeffekt verpacken werde. So, dann habe ich noch einmal Silber. Das jetzt natürlich hier so rauflege. Oh, das verpackt sich so scheiße. Mist. Ist das offen? Ist das... Das nehmen wir jetzt mal so. Mache ich jetzt mal ihr Klebeband einzeln. Schon mal vorfertigen. Auch mein Bauch knurrt, ich krieg schon Hunger. Na, komm her. So. Sich mit dem Ding echt scheiße, ey. So. Oder wenn ich das erst so mache und dann so, vielleicht ein Tick besser, wenn ich das erst so mache. Nee, doch nicht. Dann könnte ich das eigentlich, wenn ich es so mache, warte mal, wenn ich das so mache, auch nicht, scheiße. Wenn ich das so mache und so, dann habe ich hier das mal übrig. Ne, ich mache es doch lieber so. So mache ich das. So. Oder wenn ich jetzt natürlich Pappe nehme und hier Pappe reinstopfe. So. Dann ist es ein bisschen elastisch. So, dann können wir das eigentlich nach unten machen. Das und das, genau, so mache ich das. So mache ich das. So.
macht sich halt echt scheiße. Wenn es so weich ist. Was habt ihr denn? So. Na, dann auch noch ein Stück Klebeband. Und dann nochmal das hier in zwei Teilen. So, geht doch, oder? Nicht schön, aber originell. So. Dann einmal das. Hier rum. So. Dann das hier rum. Puh. Scheiße, falsche Seite. So. So, und dann kommt das ein bisschen gedrückt hier rein. Das passt auch noch rein. Dann kommt das nochmal extra verpackt. Und dann kommt das in den großen Karton und der wird auch nochmal extra verpackt. Das ist eine gute Idee. So. Lasse ich das jetzt so dünn? Ich glaube, das lasse ich jetzt so dünn. Aber ich habe auch nicht. Am Headset hängen geblieben. Also am Mikrofon hat hier natürlich eine Kante drin. Aber egal. So, machen wir das mal so. Ja, bis hierhin geht's. Dann machen wir an dem Stern ab. Dann wird der hier mittig geteilt. So. So. Doch noch ein bisschen zu großzügig. Klebeband wieder vorfertigen. Ach, nach der ganzen Weihnachtsgeschichte hier muss ich mir unbedingt wieder neue Klebeband holen, weil mein Klebeband jetzt echt zur Neige geht. Aber für das Verpacken reicht das, glaube ich, noch aus. Stück weiter mittig. So. Ich will, dass das... Oh, scheiße. Ins Klebeband gekommen.
Könnte ich auch wie ein Bonbon machen, aber dann würde da nicht anpassen. Also machen wir das so. Scheiße, wie mache ich das? Soll ja auch schön aussehen und nicht so lieblos dahin geklatscht. Ah, doch, so geht das. So geht das. Und dann einmal Klebeband hier drüber. So. Und dann die Seite runtergedrückt. So zu so einer Spitze gemacht und dann einmal hier drüber. So. Und dann natürlich noch die Ecken fixiert, dass hier ja nicht aufgeht. Einfach so. So. Und dann kommt das nach unten und das kommt oben drüber. So. Perfekt. Dann haben wir noch einmal klein übrig. Da könnte ich die Handtasche drin verpacken. So. Was nehme ich denn da jetzt für ein Paketband? Das silberne war alle. Muss ich nochmal das nehmen? Nehme ich dieses hier. Na komm. So. Das. Nee, das muss so rum. Ach, Klebeband wieder nicht gemacht. Mich würde interessieren, habt ihr auch mal so eine Probleme mit dem Verpacken oder geht euch das ganz leicht von der Hand? Oder stellt ihr euch da auch so glatt wie ich an oder bin ich der Einzige, der sie so glatt anstellt? Noch ein bisschen weiter. So. So. Habe ich das schräg gemacht, aber egal. So.
hier mal ein bisschen was anders gemacht. Oder lasse ich das vielleicht so als kleines Paket und klebe da dann nur den Namen drauf. Ich lasse das wahrscheinlich erstmal pro forma und klebe da einen Namen drauf. Oder warten wir. Wir warten erstmal noch ab. Scheiße, da sieht die Kacke aus. So sieht es besser aus. So. Puh, oh, jetzt habe ich hier eine Ecke drin. Scheiße. Ach Mann, der dreht mir auf. Trägt mir jetzt euch die auf, wo ich da eine Ecke drin habe. So. Ich muss den Reißverschluss jetzt hier erst was reinmachen, sonst fällt es auf. Na komm.
langsam geht's, würde ich sagen. So, langsam stelle ich mich nicht mehr so glatt an. Geht auch schon. So. Das muss auf jeden Fall auch vernünftig verpackt werden. Und da, wie machen wir das jetzt am besten? So. Und das ist dann wohl... So, dann nehme ich jetzt auch noch mal das, weil davon habe ich am meisten. Vielleicht eine große Rolle. Ich brauche unbedingt noch Klebeband, bevor ich weitermache. So, und jetzt das sieht so scheiße aus. Jetzt machen wir daraus wieder einen Spitz, den Spitz hier rüber und den Spitz dann fixiert mit Klebeband. So, hier auch wieder ein Spitz. Ja. Und den Spitz fixiert mit Klebeband. So. Dann da noch. Und da noch. Hier noch und na, komm hier ab. So, ja auch noch. Oh, der Klebeband kommt weg. So, dann haben wir das hier auch, die komische dünne Handtasche, den Briefumschlag oder der größere Umschlag, sind die Handtaschen fast alle verpackt. Jetzt haben wir nur die großen. Wie machen wir das jetzt am besten? Mache ich die beiden großen in eins? Ich glaube, ich mache die beiden großen hier in eins. Ja. Oder kann ich da...
passen die vielleicht hier so rein. Mit den Henkel. So, dann verknickt das ja. Scheiße. Also passt das nicht. Die einzeln verpacke, sieht das auch kacke aus. Machen wir die so. Dann kann ich das, weil ich hier nämlich stabile Seiten, genau so werden wir das machen. So. Dann habe ich hier stabile Seiten, dann kann ich damit vernünftig arbeiten. Brauche ich doch noch mal das große. So. Einmal, zweimal. Ah, scheiße. Ich hätte die gerne einzeln verpackt. Aber hier kriege ich das vernünftig hin, da das aussieht wie ein Paket. Und es ist natürlich zu klein. Warte. Nicht das und das hier noch rein. Knapp, 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 knapp. Doch geht. Doch, das geht. Das geht, das geht, das geht. So. So, da brauche ich jetzt auf jeden Fall Klebeband zum Fixieren, sonst seht ihr hier ständig auf. So, so sieht's gut aus. So sieht das verdammt gut aus. Dann kann ich das nämlich hier runter.
brauche ich größere Klebebänder. Ach, jetzt habe ich das ja hier überstehen lassen. Fehlt mir nicht, dass es da übersteht, aber ich krieg das nicht anders hin, weil es so weich ist. Das habe ich da eben auch so gemacht und es kam wieder raus. So. Dann haben wir das auch verpackt. Jetzt ist nur noch der kleine Baum. Soll ja nicht darin. Also passt der Baum hier eigentlich rein? Der Baum passt da super rein. Gut. Muss ich dann wahrscheinlich doch noch mal Karton hier dass ich den vernünftig verpacken kann. So. Weil sonst biegt sich der ja hin und her. Noch ein Kartonstück haben wir nicht. Aber das lassen wir einfach mal so. Dann machen wir das einfach mal so zu hier. Das auch. So. Dann können wir den Baum dann verpacken. Und den verpacken wir mit dem. Da haben wir nicht mehr so viel. So. Wenn ich das hier so mache, könnte ich das hier so rum. Ja. Könnte klappen. Bald haben wir es geschafft, Leute. So, dann nehmen wir das einmal hier rum und das einmal hier rum. So, ein Stück weiter. So, dann haben wir das nämlich so. Einmal, zweimal. So, dann können wir das nämlich hier fixieren, dass das hier nicht weitergeht. Und bevor ich weitermache, auf jeden Fall erstmal wieder Klebeband abmachen.
Gucken wir, die Uhr sagt 12:20. Ja, schaffe ich. So, da wird sie sich freuen, weil die hat nämlich ja, zum, wie gesagt, zum Halbjährigen hat sie von mir eine Kette gekriegt. Ja, zu Weihnachten kriegt mein Schatz nochmal eine Kette. Und sie hat ja auch schon Ketten. Und dann kann sie sich das zu Hause schön hinstellen. Gut, die ist auch viel hier bei mir, aber bei mir hinstellen, diese Bäumchen und die Ketten runter, ist nicht gut, weil dann gehen die Katzen ran. Kling, kling, kling. Das kommt nicht gut. So, jetzt muss man gucken. Jetzt habe ich hier ein bisschen viel, noch ein bisschen zurückschieben. So, noch ein Stück. So. Achso, geht ja nicht. Ich habe das ja festgemacht. Scheiße. Na egal. Ich denke, ich habe das jetzt gut hingekriegt. So. Ich muss aber natürlich halt die Ränder fixieren, sonst geht's auf. So. Das ist mir jetzt nicht gut gelungen, die Seite. Leider. Leider, 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 leider. So, und schon haben wir das vernünftig verpackt. Und wir haben jetzt alles verpackt. Nun können wir uns einen Plan machen, wie wir das endgültig verpacken. Und zwar habe ich mir überlegt, ich werde das, was jetzt natürlich nicht mehr passt. Oh, scheiße, doch passt. Scheiße, jetzt passt das nicht mehr. Mist. Weil der Rand ein bisschen zu breit ist. Scheiße. Naja, andersrum. Wir machen das hier rein. Und das machen wir da rein und das Paket machen wir da rein und das Paket können wir auch rein machen. Hm. Nee, das sieht dann doof aus. Das machen wir einzeln. Das mache ich einzeln. So. Eine große. Ja, das machen wir so. 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 Dann muss ich das nochmal wegpacken. Noch genug drauf. Ach, hier ist noch genug drauf. Jetzt.
Gut, passt. Passt, wackelt, hat Luft. Machen wir jetzt erstmal die Vorarbeit. Und zwar das Fixieren mit. Das hält ja nicht. Warum hält das nicht? Ach, weg. Mehr auf dem Papier als. So geklebt habe. Ja. Und noch einmal. So. Ich glaube verkehrt rum. Ah, scheiße, ja. Oder habe ich es richtig rumgemacht? Ich weiß jetzt ja nicht, wo die Öffnung ist. Da sind jetzt drei Dinger drin und das ist auch noch verpackt. Ja. Das ist gut, das ist gut. Wieso kriege ich das jetzt nicht mehr so gut hin? Man soll ja auch sehen, dass es von Herzen kommt. Soll ja auch dementsprechend schön aussehen. Ich habe natürlich wieder vergessen, eine Klebeband vorzubereiten. Naja. Machen wir jetzt gleich als nächstes. Meine Freundin kommt auch leider erst am 27., weil sie arbeiten muss. Krankenschwester halt. Müssen auch Feiertage arbeiten, aber dafür können wir zusammen Silvester verbringen. Da haben wir schon etliche gekauft für Raclette und Fondue. Und wenn wir mit meiner Tochter dann hier schön Spiele spielen und Raclette und Fondue essen und natürlich Ekel Alfred gucken und Dinner for One. Das ist ja logisch. So. So. Gut. Jetzt haben wir das doch geschafft zu verpacken. Jetzt brauche ich Band. Was für ein Band nehmen wir denn da? Nehmen wir am besten das Silberne. Das war doch eben offen. Da ist es. So, dann brauche ich einmal, dann einmal bis rum, nochmal bis rum, nochmal bis rum, nochmal bis rum, nochmal bis rum. Weil vier Ecken haben wir ja. Einmal, zweimal, dreimal. So.
müsste auch noch übrig sein zum Wickeln. So, ja, wahrscheinlich mehr. Habe ich mich jetzt verzählt eben mal? Ja, werden wir gleich sehen. So, rum. Ja. Und dann, nee, der passt schon, der passt schon. Habe ich schön was zum Wickeln übrig. So. Einmal hier rum. Festhalten. So, nee, passt. Ist genau richtig. Mit schön was drüber, dass man hier auch deziepeln kann. So. Dann brauche ich jetzt als erstes einmal Aufkleber. Was sich hier an Müll ansammelt, das ist auch Müll, muss ich nachher noch sortieren nach Plastik und so, haben wir einmal. So, das werden wir hier reinmachen. Hier hin. So. Dann passt das eigentlich denn noch, wenn wir denn... Oh Gott. Das auch noch da reinmachen wollen. Dann müsste ich das wahrscheinlich hoch machen. Und so. Knapp, aber es könnte... passen. So, dann muss ich aber als erstes hier auch noch mal so klebt das hier nicht richtig. Mist. Jetzt sagt die Uhr. 35 sagt die Uhr. Traurig. So, dann passt das. Da muss aber auch noch ein Band rum, weil sonst sieht das doof aus. Und da nehmen wir, dann nehmen wir das mit den Sternen. Das hier. So, nehmen wir einmal. Okay, hat sich erledigt. Da ist nicht mehr so viel dran. Dann nehmen wir noch mal Silber. Könnte passen. Obwohl, wir haben ja noch immer zu. Könnte Silber noch immer passen. Ja. Noch einmal. Silber auch nicht mehr. Auch nicht mehr noch. Gut, dann bleibt nur noch das andere hier übrig. Achso, das ist auch leer. Hm. Okay, einmal ihr Schenkband leer. Also neu auf. So, und da möchte ich jetzt bei dem Kleinen auch Silber. Und dann außenrum mache ich dann weiß mit Sternchen.
Wenn man hier einen Anfang finden würde, da. Ist echt, also der Anfang ist hier echt beschissen gemacht. So, einmal Oberseite, Unterseite, links, rechts, die Höhe einmal, zweimal, dreimal, viermal und ein bisschen mehr. So, dann haben wir das. Ach so, ich muss ja noch gucken. Das sind Handtaschen, das sind auch Handtaschen. Der Engelsruf ist da und der Baum ist da. So, jetzt muss ich gucken. Eins. Sternchen. Weil die solltet ja in Reihe aufmachen. So, ich möchte als erstes, dass er den Engelsrufer auspackt. Deswegen eine 1. Und die anderen ist eigentlich egal, wie rum sie auspackt. Würde ich sagen, das kommt dann ein bisschen mehr Spannung auf. Entschuldigung. Dann haben wir nochmal Silber. Ich würde auch gerne mit diesen Blümchen arbeiten, die wir geholt haben, aber dadurch, dass ich die jetzt in den großen Karton mache, einmal, zweimal, dreimal, viermal, einmal und ein halb, macht sich das natürlich dementsprechend doof. Weil dann könnten die abgehen oder könnten knüllen. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Na, komm her. So, das auch weg. Ah, gut. Das silberne Band auf silbernen Stern sieht jetzt nicht so prall aus, finde ich, oder? Na doch, geht. Doch, das geht, das geht, das geht. Bin mal gespannt, freue mich schon drauf, wenn sie das auspackt, ob es ihr gefällt, was ich da gekauft habe. Ich hoffe es echt. So, jetzt muss ich hier aber noch raufschreiben. Achtung. Vorsichtig
Also Achtung, vorsichtig, dass ihr das auch vernünftig auspackt. Nicht, dass ihr das aufruppt, weil das ist ja der Baum und der ist ja so biegsam. Nicht, dass ihr den aus Versehen verbiegt. So. Und jetzt können wir ans Einpacken gehen. Also wir sind ja die ganze Zeit am Einpacken, aber ich meine mal richtig jetzt hier. Ja. Oder? Und das passt das auch so, das passt auch so. Das passt auch so. Dann kann ich das hier vielleicht so ja hochkant reinlegen. Ja, das passt. Dann hat das schön stabil. So, dann das. Und das. Wartet. Mehr wartet nicht. Ich habe nur so ein bisschen für meine Frau. Okay. Ja, würde ich sagen, das geht. Ja, doch, das geht. Das geht, das geht, das geht. So. Auf jeden Fall die Amazon-Aufkleber hier wegmachen, weil das darf ja meine Tochter nicht sehen. Die ist ja damit bei, wenn mein Schatz hier auspackt und die rollen, die sehen, dass da Amazon-Werbung drauf ist und also Werbung ja, aber nicht, dass es für Papa ist, weil das ist ja vom Weihnachtsmann. So, jetzt muss ich mal meine große Klebeband holen aus der Schrankwand. Ja, nehmen wir einfach. Klassisch Klebeband, ja. So, nur dass er halbwegs. Halbwegs zu ist beim Verpacken, aber ich muss hier die Ecke noch ein bisschen stabilisieren. Ach du heilige Scheiße, das wird ja nackt. Das wird verdammt knapp. Da muss ich wahrscheinlich ein bisschen improvisieren, damit es nicht so auffällt. So. Reicht das für zweimal? Ja. Weil der Karton ist zu groß. Wenn ich das einmal so rummache, Paketband geht das beide Seiten ja nur bis hier. Aber dann sieht man ja Karton. Deswegen habe ich mir gedacht, ich klebe einmal das an der Seite ran, dass wenn das dann halt hier raufkommt, dass man dann doch nur nicht den Karton sieht. So. So, haben wir, hier haben wir auch, gut, dann können wir das einmal hier fixieren, und
unten fixieren und einmal so. Warum fällt denn immer alles runter? So. Dann können wir das nämlich hier unten auch noch weiter fixieren. Einmal hier und einmal hier und einmal hier. So, dann habe ich das hier nämlich unten fixiert und kann jetzt hier die Ecken rummachen. Und dann brauche ich keine Angst haben, dass man Karton sieht. Muss ich auf der anderen Seite dann natürlich auch nochmal machen. Ach, scheiße. Jetzt klebt das hier nicht. So. Scheiße. Mist. So. So. Ist das fertig? Ach, hier oben geht es immer los. Wieso geht das denn jetzt überall lose immer? Ich glaube, ich hätte mit dem großen Klebeband arbeiten müssen. So. Aber jetzt reicht's. So, jetzt brauche ich die andere Seite noch. So. So. Oh, passt. Hier sind die Ränder denn etwas knapp, aber das ist egal. Das kriegen wir hin. Jetzt mache ich aber extra großzügig mit dem Klebeband hier, dass es auch diesmal nicht verrutscht abgeht oder sonst irgendwas dergleichen. So. Sorry, wenn ich gerade nicht so viel quatsche, aber ich versuche mich hier gerade ein bisschen zu konzentrieren, dass ich das vernünftig hinbekomme.
möchte ja, dass meine Freundin sich darüber freut und auch sieht, dass das mit Liebe eingepackt ist und nicht einfach nur so Papier rum und fertig. Und weil es das große ist, hier kann ich dann, hier kommt ja nicht weiter rum, hier kann ich dann auch mit Schleifchen und Klimbim und Pipapo arbeiten. Weil hier brauche ich ja keine Angst haben, dass das irgendwie innen drinne durchbewegen oder sonst irgendwas dergleichen kaputt geht. So. Wie ihr seht, ich bin jetzt richtig großzügig mit dem Klebeband, weil das soll halten. So. Und dann haben wir das. Das sieht jetzt praktisch so aus. Die Ränder habe ich damit gemacht. Wo ist denn oben und unten jetzt eigentlich? Das ist oben. Okay, dann muss ich das einmal umdrehen. So. So. Einmal so lang wie das Paket. Zweiter Mal so lang wie das Paket. Und also ist mit jetzt hier so drum, keine Ahnung. So. Und dann würde ich sagen, müsste das rein theoretisch reichen. Hoffe ich doch. Das reicht doch dicke. Das reicht. Oh Gottes Willen. Das reicht dicke aus. Ich glaube, ich habe so ja zu viel jetzt genommen. Aber da unten ist eine Ecke offen und da weiß ich nicht, wie ich das verarbeiten kann. Deswegen habe ich gedacht, lieber ein bisschen mehr. Hier, die Ecke. Die ist nämlich, habe ich hier gesehen, ist ein bisschen eingerissen. Da müssen wir dann erstmal gucken, was wir daraus machen. Und erstmal gucken mit dem Band, dass das halt halbwegs hält. Oh. So. Nee, so rum. Das muss ich noch mal machen. Das geht ja beim... beim Auspacken vielleicht noch. Uff! Und so. Soll ja ein bisschen rätseln, wo es aufgeht. So. Ja, machen wir noch eh mal so rum. Die Ränder sind ja jetzt beklebt. Und schon reißt, es hier, deswegen sicher ist sicher.
Klebeband umbiegen. So. Jetzt ist er wirklich gut verpackt. Aber auf der Ober- und Unterseite soll der zusammengehen. So. Ja, passt doch. So natürlich. Und so. Natürlich nicht. Also wenn ich so mache. Ach, so hatte ich das berechnet. Genau. Aber wir machen das dann natürlich so. Aber so sieht scheiße aus. So sieht's echt scheiße aus. Nee, wir machen das so. So wie ich gedacht habe, machen wir das. So. Und das hier oben rüber. Genau. So. Dann kann ich das hier rankleben. Genau. Genau so machen wir das. Aber das mit dem Abgefransten, das ist doof. Das machen wir jetzt nochmal weg. So. Und Klebeband. Habe ich jetzt hier eigentlich... Das ist schräg drauf, so ist gerade. So. So. Dann mache ich das doch nochmal mit dem großen. Das hält wenigstens. Die Ecken und so, die kann ich mit dem kleinen Klebeband machen, aber ist hier auch oben und unten. Ich glaube, ich habe schon wieder versaut. Ja, das ist unten. Oben. Na egal. Ja, vielleicht doch ja nicht mal so schlecht. So. So, seht ihr vielleicht ein bisschen mehr. Jetzt muss ich gucken, wie ich die Ecken am besten mache, dass das auch gut aussieht. Dafür nehme ich mir jetzt aber erstmal wieder kleine Klebeband. So. Fixiere jetzt nämlich die Seiten hier, dass ich das dann irgendwie halbwegs vernünftig, oh doch, das klappt, falten kann.
Oh, das klappt gut. Da muss ich zwar nachher dann nochmal mit Klebeband drüber gehen, weil das jetzt nur so ein bisschen ist. Aber das sieht gut aus. So. So. Jetzt ist ja nur noch das Problem, wo stehe ich das hin? Weil es ja nur ein bisschen was größer ist. So, machen wir mal so, dann könnt ihr so oben hier sehen, wie ich hier oben mache. Ach, hier habe ich es jetzt ganz anders gemacht. Scheiße. Hier habe ich es verkehrt rum gemacht. Aber das hätte sonst hier nicht so gut gehalten. Weil ich unten da die eine Ecke versuchen muss, irgendwie wegzukriegen. Sieht man nämlich das ein bisschen zu genau, wo die Streifen oder Geschenkpapier übereinander geht. Das ist jetzt ein bisschen doof. Gefällt mir jetzt nicht so gut. Aber das ging nicht anders. So. Müsste eigentlich gut verpackt sein. Da gucken wir die andere Seite nochmal an. Hier werde ich noch wahrscheinlich noch ein bisschen, hier werde ich noch ein bisschen kleines verpacken müssen. Ah, hier ist es auch übereinander. Hier habe ich auch einen kleinen Fehler gemacht. Aber ja. So. Ich hätte das auch schon viel früher einpacken können. Ich habe ja schon alle das Weihnachtszeug wie jedes Jahr bei Zeiten zusammen gehabt. Weil der frühe Vogel fängt einen Wurm. Wie man so schön sagt. So, müsstet jetzt eigentlich... Ne, hier noch nicht. Na scheiße, das doch geht. Nach oben noch ein bisschen. So, da hat sich das mit dem überlagerten Papier halt nicht. So, das ist unten. Also, fangen wir hier an. So, was für ein
Was für ein Band nehmen wir denn da am besten? Oh ja, das hier, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Haben wir davon auch genug? Natürlich nicht. Shit. Reicht nicht. Und Rot auf Rot sieht scheiße aus. Kann ich nie machen. Nehme ich doch das, was ich wollte. Das Rot. Was ist denn das hin, Big Doof? Das zu? Das offen. Nehme ich das Weiße mit den Schneeflocken oder nehme ich, ich nehme Silber. Ich nehme nochmal Silber. Ich weiß nicht, ich hab's mit Silber heute irgendwie. Ach, natürlich hast du jetzt schon wieder alle. Weiß, weiß sieht scheiße aus. Weiß auf Rot-Weiß. Nee, nee, dann nehme ich nochmal Schneeflocken. Muss ich erstmal gucken, ob das auch genug, ob das überhaupt ausreicht. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal, einmal eine Seite, zweite Mal eine Seite, dritte Mal, vierte Mal eine Seite und dann halt noch das. Dann nehmen wir, kann ich die komplette Band nehmen dafür. So, dann nehmen wir das nämlich einmal so rum. So, auf die Rückseite. So, und dann. Idee, kann man das nicht doppelt? Kann ich das nicht? So hoch nochmal machen und rum. Ah, da habe ich dann falsch angefangen. Da habe ich dann nicht genug. Also von unten anfangen. Also praktisch ganz entgegengesetzt, wie man sonst anfängt. So, einmal mittig rum. So. So, und dann, hoppala, machen wir das einmal hier rum. Und dann Scheiße, verknickt hier. Ach, hier ist ein Knoten drin, scheiße. So. Und dann könnte das natürlich so sein. Das gefällt mir aber nicht. So, erstmal muss das hier weiter rum. So. Und dann hier unten am besten hier. Aha. Ein bisschen ausholen hier, so dass es auch gerade aussieht. So, hier.
So. Gucken, dass ich auch die richtige Seite erwische. Einmal. Zweimal. So, aber da muss ich auch noch mit Klebeband fixieren, weil sich das Band hier immer so aufdröselt. Also nicht aufdröselt, aber soll ja halt da sein, wo es sein soll. Und nicht verkehrt rum, weil hier ist ab und zu so ein bisschen, dass sich das so ein bisschen umdreht, dass man dann Silber sieht. Und die Silber ist ja, die Silberseite ist die Unterseite, die soll man nicht sehen. Gerade hier an den Eckpunkten, wo es so ein bisschen übereinander geht, ist das halt der Fall. Deswegen fixiere ich das jetzt hier mal. Ach, das ist zu viel. Ja, so. So, das auch. So, und dann einmal hier oben drüber. Und einmal in der Mitte drüber. Und einmal hier in der Mitte drüber. Und einmal am Rand drüber. So. Ja, alles fixiert. So ist das schön. So ist das schön. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Weil das ist ja, sieht ja jetzt so einfach aus wie ein Paket mit Paketband. Also machen wir noch was anderes. Wir machen Schleifchen. Oh, vielleicht so ein Schleifchen hier? Nee, rot auf rot sieht scheiße aus. Wir machen auf jeden Fall erstmal so eine. Und die verteilen wir jetzt hier erstmal. Och, ey, nee, die sind so wieder so kacke. Die kriegst du wieder scheiße ab hier, die Dinger, ey. Da können Sie echt mal was Besseres einfallen, dass man einen Zippel übrig lässt, wo man einfach dran ziehen kann oder sowas. Ach, knicken soll man es und dann soll man es abkriegen. Ach, jetzt. Habe ich letztens schon so rumgewurschtelt und das nicht hingekriegt. Ja, dann geht man natürlich nur die Hälfte am Papier ab. Ist natürlich ganz toll. Oh. Fasse ich natürlich mit meinen Pfoten aufs Klebeband, dann durchklebt das dann natürlich nicht mehr so richtig. Ach. So, machen wir in die Ecke eine goldene. Oh, jetzt habe ich es auch hier gleich beim ersten Mal gekriegt. Wenn ich hier das Papier natürlich auch abkriege, dann hier natürlich gar nicht. So, dann in die Ecke eine goldene. Letztens ging es gar nicht ab. Hier geht es jetzt relativ leicht ab. Letztens habe ich geknickt und geknickt und geknickt. Ich habe die halbe Schleife kaputt gemacht. Aber habt ihr Klebeband nicht ab. Also das Papier vom Klebeband nicht abgekriegt. So, dann auf die Ecke noch eine goldene. Oh, hier ist es einfacher. Hier haben wir denn. Nee. Achso, nee, das ist von der Schleife noch. Schade. Schade. Ach Gott. So. Dann machen wir hier natürlich, weil hier ist eine weiße Schleife, also eine silberne, dann kommt das mit dem Silber so ein bisschen besser zur Geltung. So, und die kleben wir dann noch hier so drauf, dann sieht man nämlich, dann sieht man den Übergang da nicht so gut. Das ist schön. So gefällt mir das. Und was machen wir da denn noch ran?
Wir haben ja so viel Klimbim hier. Sterne. Wie muss man die denn machen? Der Schatzi hat ja alle für alle gesorgt. Die hat an alle gedacht, die hat an Sachen gedacht, an die habe ich nicht mal gedacht. Oh ja. Oh ja. Oh ja, davon klatschen wir auf jeden Fall ihn ran. Auf jeden Fall. Oh ja. Und wie muss man das machen? Ist eher was zum Hängen, aber nicht zum Dekorieren. Naja, machen wir einfach. Wo machen wir das ran? Wo, wie, da, was würde ich sagen, machen wir dann einfach hier durch. So, dann machen wir das über diesen Stern drüber. Und hier haben wir jetzt einen baumelnden Stern. Den kann ich das nämlich so hinstellen. Und dann baumelt da ein... Achso, seht ihr nicht, schade. Also, dann baumelt hier ein Sternchen dran. So, ach, ich muss ja noch einen Zettel schreiben. Ich muss ja noch... Oh, da muss ich mir jetzt Mühe geben, dass ich da wirklich deutlich schreibe. Und vor allen Dingen ein bisschen schön... Kann man nicht richtig lesen. Schade. Das letzte war ein bisschen clean. Weil das hat sonst nicht mehr raufgepasst. So. Und das kleben wir hier schön zentral hier oben rauf. Aber ich bin noch nicht zufrieden. Wir können noch ein bisschen mehr verzieren. Moment. So. Und da bin ich auch schon wieder. Edouard Minol. Die haben abgelesen. So, jetzt bin ich am überlegen, klatsche ich hier noch so ein goldenes Ding ran? Oder so ein bronzenes Ding? Oder beide zusammen? Nee, beide zusammen ist zu viel. Ich habe ja den goldenen Stern. Da vielleicht dann so eine goldene Frucht. Soll ja auch toll aussehen. Soll ja so sein, dass der Schatzi sagt, Mensch, hat er sich Mühe gegeben, hat er schön eingepackt. Aber das ist eher was zum Rinstecken, weil das ist so hart. Das könnte man auch bestimmt super. Ja doch. So, das lockert das hier alles noch so ein bisschen auf. So, schieben wir da rein. Dann fixieren wir das erstmal. So. So, die Blüten jetzt so ein bisschen rumgemacht. So. So. Gucken, wir kriege ich schon vernünftig hin. So. Und die bommeln da unten hin. Und ach, die Blüte, die können wir noch hier oben hin machen. So, sieht schön aus. Oh, jetzt biegt sich das hier auseinander, anstatt Klebeband abzugehen hier. Achso, hier unten muss ich auch noch so. Ist das ein Scheiß, ey. Das hält von 12 bis Mittag die Kacke immer, ey. So.
So, dann können wir das nämlich so hochkant machen. So, das so ein bisschen umgedreht. So. Dann sieht das so ein bisschen dreidimensional aus. So. Das muss auch noch ein bisschen hoch. So. So. Also so würde ich sagen, so kann man das lassen. So sieht das doch schicki aus. Mit dem Blümchen da so dreidimensional sieht man ja so ein bisschen. Ich könnte jetzt natürlich noch ein paar Schläfchen oder mit diesem Paketband, was ich hier in Weiß habe oder Weiß mit Sterne, noch andere Farben nehmen und Schläfchen drin machen oder so. Aber ich würde sagen, das sieht dann zu überladen aus. Ich habe jetzt hier so ein paar goldene, weiße Akzente drin. Ja, also ich bin damit eigentlich so sehr zufrieden. Ich mach mal so, sieht ein bisschen freundlicher aus. Ja, das war denn erstmal, würde ich sagen. Ich muss nämlich hier noch klar Schiff machen. Und dann muss ich ja gleich, kommt meine Tochter, muss ich vorher noch die Pakete, die Geschenke ins Auto bringen. Und bei Bescherung machen wir dann bei meiner Mutter. Meine Nichte kommt auch. Ja. Heute Abend werde ich noch das Weihnachtsvideo aufnehmen, weil die nächsten Tage werde ich nicht dazu kommen. Weil morgen ist schon wieder voll verplant. Donnerstag kommt meine Freundin. Die muss dann Freitag auch wieder los zur Arbeit. Und dann muss ich noch zu meiner Mutter und ich helfe dann auch beim Kartoffelsalat machen wahrscheinlich und so. Und da wird jetzt die nächsten Tage so ausgebucht sein und so voll sein, da werde ich nicht dazu kommen, dieses Weihnachtsvideo zu machen. Deswegen werde ich das heute Abend schon machen und ein Gewinnspiel werde ich heute Abend noch machen. Also wenn ihr das seht, habt ihr das schon gesehen, das kam dann davor, da habe ich... Da werde ich 6 Steam-Codes verlosen, die mir zur Verfügung gestellt wurden. Für 2 Spiele. Ja, das Weihnachtsvideo werde ich machen. Und am 2. Weihnachtsfeiertag hatte ich ja den Live. Also ihr seht das ja erst am 27. wahrscheinlich, dieses Video. Und am 2. Weihnachtsfeiertag habe ich ja dann das Live-Video noch mit Onkel. Also es kommt noch einiges auf euch zu. Und vielleicht mache ich die Woche... Ich weiß nicht, deswegen sage ich, ich mache das Weihnachtsvideo heute Abend schon. Vielleicht mache ich die Woche noch einen Livestream abends. Je nachdem, wie K.O. ich bin. Ja, also das kann ich jetzt so noch nicht beurteilen. Aber wenn ich es gemacht habe, werdet ihr das ja sehen. So, ich würde mich jetzt hier erstmal verabschieden. Mit dem kleinen, ja, das ist ein etwas längeres Video geworden als ein kleines Video. Aber das sollte ein kleines Entschuldigungsvideo eigentlich sein. Weil ich die letzten Tage halt keine Videos machen konnte, weil wegen Zahn, Tochter krank, ich krank, Auto abholen, da war halt, kam alles auf einmal. Der Zahn, der macht immer noch zu schaffen, ich nehme auch schon Antibiotikum. Ich hoffe, bis Weihnachten ist das erledigt, wenn nicht, muss ich nochmal zum Zahnarzt jetzt die Tage. Und da hatte ich ja dann in meinem Raclette-Video gesagt, da werde ich auch zu Silvester dann noch ein bisschen aufnehmen und entweder Silvester live oder nach Silvester online stellen. Ich weiß es nicht, ich muss da mal mit meiner Frau planen, wie wir das am besten machen. Ein Spezialvideo wird es noch mit mir und meiner Frau geben, das kann ich euch schon verraten. Da könnt ihr euch auf was gefasst machen. Und ja, da kommt noch einiges auf euch zu. Ich freue mich. Auf jeden Fall, das wird noch eine schöne Zeit. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, mit diesem kleinen, langen Dankeschön-Video, dann lasst mir einen Daumen oben da. Wenn ihr Fragen habt, beantworte ich die euch natürlich gerne. Ich werde auch alle Sachen, die ich in Odin war für Weihnachten einkaufen, Spezial oder Oni war einkaufen, Spezial Weihnachten, ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde, die ich jetzt verpackt habe, meine Weihnachtsgeschenke sozusagen, werde ich in die Videobeschreibung nochmal posten. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, einfach raus damit. Wenn ihr mir helfen könnt bei den Handtaschen, was das sein soll, schreibt es bitte in die Kommentare. Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich würde gerne mal wissen, warum man so ein kleines, lange Ding, dünne Ding braucht, wo man sowieso, also meine Freundin jedenfalls, immer alle in die Handtasche rinklatscht und dann, wozu man denn so ein kleines, schmales Ding braucht, was das kleine, rucksackartige Ding sein soll und diese
längliche mit diesen Bändchen. Also da würde mich, das würde mich echt mal interessieren. Ein Portemonnaie habe ich erkannt, aber wozu man so viele verschiedene Arten Handtaschen braucht und vor allen Dingen, was diese drei verschiedenen Dinger sein sollen, die kleineren, da sehe ich. Da ist mir ein Mikrofon runtergefallen. Da würde ich mir über eure Hilfe sehr freuen. Ich verabschiede mich jetzt denn erstmal. Ich muss hier klar Schiff machen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da.